In der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten platzt der Ärger aus Flo heraus. Wie ihr sicherlich längst mitbekommen habt, ist mit dem Schönheitschirurgen Lars Brunner eine neue Figur in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten aufgetaucht. GZSZ. Hardy Krüger ist auf dem Kollekiez angekommen, die von Schauspieler Hardy Krüger Junior, der zuletzt eine Staffelhauptrolle, Rote Rosen, innehatte, verkörperte Rolle, ist Marens, Eva Mona Rodekirchen, Ex-Freund und der Vater von Lilly, Iris Mareike Steen und Jonas, Felix van Deventer. GZSZ. Lars Brunner hat einiges aufzuarbeiten. Lars hat einiges aufzuarbeiten und muss vieles bei seinen Kindern und bei Maren und Michi wieder gut machen, erzählt Krüger im Interview mit RTL-Pressesprecher Frank Pick. Ich würde mir wünschen, dass er in Deutschland bleibt und weiter im Jeremias mit seiner Tochter arbeiten kann. Vielleicht verliebt er sich wieder und findet in Berlin wieder Glück, so der Schauspieler weiter. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Montag, 5. August um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen GZSZ. Jonas ist vom Auftauchen seines Vaters irritiert während der kleinen Verlobungsfeier, die Marens und Lars Scheinehe besiegeln soll. Wurde schnell deutlich, dass vor allem Jonas das Wiedersehen mit seinem Vater mit gemischten Gefühlen aufnimmt. Der Grund: Nach seinem Unfall im vergangenen Jahr hörte er kaum etwas von Lars. GZSZ. Flo findet harte Worte für Jonas und Lars. Es ist Flo. Pauline Afaya, die die unangenehme Situation schließlich mit harten Worten auf den Punkt bringt. Ihr hattet seit Jahren keinen Kontakt, und jetzt seht ihr euch zum ersten Mal seit Jonas Unfall wieder, und das Einzige, worüber ihr sprecht, sind die Stadt, das Wetter, deine Songs, bei Jonas ist so viel passiert, und du warst nicht da. Das hatte bestimmt seine Gründe. Warum redet ihr nicht darüber? Wir sind gespannt, wie sich die Beziehung zwischen Jonas und seinem Vater weiterentwickelt. Schließlich wird Lars Brunner länger bei GZSZ zu sehen sein. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.